Moin Moin und herzlich willkommen. Jürgen und ich sind heute im Graf Anton Günther Saal. Hier findet das Literati statt. In diesem Rahmen liest Wiebke Ehn aus ihrem neuen Buch Die Schatten eines Jahres vor. Lassen wir uns mal überraschen, um wen sich diese Schatten eines Jahres handelt. Wie gesagt, es ist mir eine große Freude. Ich habe vielen Dank, Uta, für die schöne Einführung und überhaupt für die Einladung, dass ich hier heute lesen kann. Und dass wir eben schon so lange Wege zusammengehen. Am späten Abend, als sie im Klappbett in Gerds Arbeitszimmer lag, konnte sie nicht einschlafen. Die Bilder von den Raketen und schweren Fahrzeugen hielten sich vor ihren Augen. Sie musste an die letzte Zeit des Zweiten Weltkriegs denken, doch dann tauchte wieder das Bild ihrer Mutter auf. Wie sie immer von den Opfern für das Vaterland gesprochen hatte, damit war Mathilde aufgewachsen. Mai 1986. Das Lager Mutlang war von einem Zaun umgeben, über den sich in Spiralen oder wie zu Schnüren gespannt Stacheldraht zog. Vor dem Gelände parkten Jeeps. Amerikanische Soldaten in grün-braun gefleckten Anzügen stiegen ein oder aus, besprachen sich, lehnten an Kühlerhauben, standen mit verschränkten Armen. An Gurten trugen sie diagonal über den Körper ihre Gewehre. Mathilde fröstelte, aber nicht wegen des kühlen Vorsommertags. Gerade beobachtete sie, wie sich im Lager eine Abschussrampe mit Raketen senkte. Noch nie zuvor hatte sie eine echte Pershing gesehen. Sie waren höchstens 50 Meter entfernt. Es nahm ihr für einen Moment den Atem, nur eine Haut aus schwerem Metall trennte sie von der Katastrophe. Die Mathilde Köster, die ich hier in diesem Buch beschreibe, wird wahrscheinlich sehr viele Menschen an eine Frau erinnern, die sie wahrscheinlich auch oder größtenteils hier, denke ich, gekannt haben, nämlich Elisa Kaufeld, die hier als Friedensaktivistin aktiv war lange Jahre. Und ich habe sie kennengelernt, als ich Volontärin beim Jeverschen Wochenblatt war und mich der Redaktionsleiter mich eines Tages dann zu ihr schickte. Sie hatte an einer Sitzblockade teilgenommen. Das haben Sie ja gerade erfahren. Sitzblockaden waren bis 1995 eben strafbar. Man konnte ins Gefängnis kommen oder, wie gesagt, musste Geldstrafen zahlen oder gemeinnützige Arbeit verrichten. Die Mathilde arbeitet ja eingangs in dem Buch im Park, also muss Parkarbeit verrichten. Und sie hatte dann damals, also Elisa Kaufeld, an einer Sitzblockade teilgenommen und gerade wieder eine Gerichtsverhandlung hinter sich. Und dann kam sie dann in die Redaktion und der Redaktionsleiter schickte mich dann mit ihr zum Interview. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Spionageabwehr heißt Spionage abzuwehren. Und da brauchte ich dann mal Hilfe von außen. Also als ich damit anfing, das zu recherchieren, da war gerade hier die Zeit, die NSA-Zeit, also die globale Überwachungsaffäre durch die Amerikaner. Das heißt, es wimmelte in den Medien von Spionage und Spionagetechniken. Aber das waren ja die modernen Zeiten, also die jetzigen Zeiten. Und die Spionagetechnik hat sich natürlich massiv verändert seit dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg. Dann bekam ich Kontakt zu einem Mann vom Staatsschutz, also vom Landeskriminalamt Berlin, also unter anderem, der mir sehr viel auch zu historischen Spionagetechniken und Geschichten erzählen konnte, wie das damals halt abgelaufen ist. Sie waren gerade dabei, sich für den Empfang beim Handelsattaché fertig zu machen. Mathilde suchte noch in ihrem Schmuckkästchen nach passenden Ohrringen. Konrad stand vor dem Spiegel und zupfte an seiner Fliege. »Jemand wird dich ansprechen«, sagte er. Mathilde spürte, wie ein breites Lachen über ihr Gesicht zog. »Habe ich einen Verehrer? Nicht, dass du ihn noch am Kragen packst.« Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buch ist in einem besonderen Verlag erschienen, im Bühlen Verlag Berlin, dem Verlag der Schriftstellerin und Autorin Tanja Langer. Aber Wiebke ist an der Arbeit in diesem Verlag nicht unbeteiligt.